Hallöchen, mein Lieben. Ja, willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ihr kennt ja alle diese Memory-Dex-Stanze. Und zwar die hier. Und am Ende, wenn man die fertig hat, sehen die ja so aus. Und ich habe mir gedacht, kann man die auch selber machen? Und ich möchte heute ein Experiment starten. Und zwar eine ohne Stanzen zu basteln. Ich habe da so etwas im Kopf. Ich habe mir die Maße von dem übernommen. Die Schrägung, also die wird dann gerade sein. Dieses Dreieck werde ich nicht hinkriegen, dafür bräuchte man wirklich eine Stanze. Aber wir werden eine normale Memory-Dex-Karte erstellen. Wir brauchen ein Locher, Schere, Cardstock und Designpapier. Und zwar, achso, unten Schneidedings. Und ich benutze wir versuchen das jetzt einfach mal. Und zwar brauche ich jetzt ein Stück in 2,5. Ich habe jetzt die Maße von meinem, was ich jetzt habe, übernommen. Mal. Das ist nämlich dieses Maß hier. Und dann machen wir auch gleich mehrere von. Dann brauchen wir natürlich auch ein Stück Designpapier. Das kleben wir vorher auf. Und zwar machen wir das auf 9,5 mal 8. Dann habe ich auf beiden Seiten einen halben Zentimeter. Davon mache ich jetzt auch 3 Stück. Schon mal zur Seite legen und wir kleben die jetzt erstmal auf. Das Designpapier. Jetzt tue ich einmal meine Schnipselkiste. Dieses Video war komplett spontan. Und falls ihr drauf war, macht ihr jetzt auf einmal alles ohne Stanze. Ich möchte euch versuchen, Alternativen zu zeigen, die keine Maschine haben oder diese Stanze nicht haben.
Lichte das auf. Das mache ich mit allen drei jetzt. Dann zeige ich euch gleich die Einkerbung, was wir mit der Einkerbung am besten machen. Ich zeige euch gleich die Einkerbung. Was ich mit der Einkerbung meine. War die hier. Da habe ich mir Folgendes überlegt. Nimm den Locher. Und mach mal so Pi mal Auge. Löcher rein und gehen dann mit einer Schere da rein. Und dann haben wir die erste Aussparung. Zack. Und dann habt ihr die zweite. Und immer versuchen, nur das die eine Lochseite zu verwenden. Und dann am Ende des Lochs. Dekorieren sie natürlich auch. So. Na, das kriegt man noch einmal. So. Ja, das ist jetzt nicht professionell wie eine Stanze, aber ich zeige hier auch die Alternativen. Und die werden ja bei mir so mit dem Umschlag kommen. Genau. Und jetzt dekorieren wir sie. Und ich habe hier noch Stickers hier rumfliegen und die verwende ich jetzt. Einen Moment. So. Sorry. Ah.
haben wir die erste Memory Decks ohne Stanze fertig. Es gibt ja auch eine spezielle Stanze von Heidi Swap, glaube ich. Ich verlinke sie euch mal. Die kostet zwar, glaube ich, 21 Euro oder so. Es gibt auch schon vorgefertigte Karten. Die kann ich euch auch mal verlinken. Übrigens, die ATC-Stanzen werden auch nochmal verlinkt. Wenn ihr das Video seht, dann seht ihr auch die Stanzen von. Ich muss noch einige Stanzen verlinken. Das habe ich gestern vergessen. Ich muss noch einige Sachen verlinken für das andere Video, was ihr gestern gesehen habt. Das ist die zweite. Und die letzte. Und so haben wir mal eben drei Memory Decks ohne Stanzen gebastelt. Alle Produkte, was ich gerade genannt habe, verlinke ich euch unten. Auftrag ohne Werbung. Ich werde einfach nicht bezahlt oder so. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.